Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem Promi-Geflüster extra. Es ist Winter geworden, auch hinter mir ist es winterlich, weiß, Schnee überall. Das ist die Kulisse von Bad Kleinkirchheim, genau aus Österreich im Kärntnerland. Und dort findet jetzt am 21. Januar das Winter Open Air statt, wenn die Musi spielt, mit neuem Moderator Marco Wendre und natürlich an seiner Seite, wie gewohnt, Stefanie Hertel. Ja, Bad Kleinkirchheim, da sind die Stars der Volksmusik und der Schlagerszene sozusagen zu Hause und sie sind alle gekommen. Also wer jetzt alles gekommen ist, das könnt ihr jetzt hier bei uns gleich mal im Interview mitverfolgen. Also seid gespannt. Servus, einen wunderschönen guten Morgen nach Bad Kleinkirchheim. Ich habe hinten mir auch schon das Bild reingeholt. Hi. Servus, servus. Wie ist denn die Lage? Schildert mal, Schneefall oder wie sieht's aus? Es schneit im Moment, aber obwohl eigentlich schon genug Schnee hier ist. Aber wunderschöne Winterkulisse. Und ja, es ist kalt, aber ich glaube, mit den ganzen Hits, die da klingen werden, wird es dann allen ganz schnell warm werden wieder. Auf alle Fälle. Was habt ihr Neues dabei? Ja, wir haben eine neue Dame dabei und das, obwohl wir keine Dame mehr dabei haben, gell? Wir sind jetzt als Boyband sind wir unterwegs und trotzdem singen wir heute auf der Bühne von der Rapunzel. Von der Rapunzel? Ist das hier da mit dem gelben Schopf, ist das die Rapunzel? Was ist das? Ah, der Robert, ja, ja. Ja. Die zwei Zöpfe sind halt übrig geblieben, ja. vom Rapunzel, genau. Sehr gut, sehr gut. Okay, dann wollen wir mal schauen, wer sonst noch dabei ist und wünschen euch ein ganz tolles Winter-Open-Air mit neuem Moderator übrigens, gell? Super, tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir natürlich auch noch dabei die Lauser. Die Lauser sind beim großen Winter-Open-Air 2023 in Bad Kleinkirchheim auch mit dabei. Andreas, natürlich, lange haben wir uns eigentlich nicht mehr gesehen, so live von Angesicht zu Angesicht. Wie geht's euch? Was habt ihr? Wie läuft's bei euch? Sehr gut. Unser Outfit ist zu dieser Jahreszeit ein bisschen im Nachteil, aber wir sind heute Jungs im Bremen. Genau, ihr habt immer noch den Schottenrock an, gell? Das ist ein bisschen im Winter nicht so angenehm, oder? Ah, das halten wir schon aus. Wir sind heute im Nehmen. Wir haben schon mal viel kälter gehabt, natürlich auch schon viel wärmer. Genau, was tut sich denn bei euch Neues? Was habt ihr auf dem Programm? Was kann man morgen in der Sendung bei euch erwarten? Es gibt eine Nummer, die schon seit einigen Jahren veröffentlicht worden ist. Man lebt noch einmal. Man kann der Song von uns Lebensfreude mit Dudelsack, dass der Dudelsack nicht explodiert von so lang, weil es ist ein bisschen ja, Text dabei. Wir sind einfach froh, dass wir mit hier wieder dabei sein dürfen. Wunderbar, man trifft viele nette Musikerkollegen. Wir freuen uns auf die Premiere von Marco Wendre. Stefanie Hertel gehört sowieso schon fix hierher und es ist einfach schön, wenn man wieder mit Musik vielen Leuten eine Freude machen kann. Sehr gut. Dann wünschen wir euch alles, alles Gute und wenn der Kameramann jetzt funktioniert, zeig doch mal deinen Schottenrock, wie das ausschaut. Ja, sehr gerne. Okay. Jochen, schwenkt mal runter, den Schottenrock wollen wir sehen. Genau, so schaut's aus, richtig. Alles klar. Lieber Nick, auch hier Bad Kleinkirchheim dabei. Ich glaube, jetzt haben wir noch frostige Temperaturen und in 3, 4, 5 Monaten, da sind wir dann wieder zusammen auf Mallorca, oder? Nein, genau, im Mai sind wir auf Mallorca. Genau, der Kontrast zu heute. Heute ist bald, Mallorca wird es warm sein, hoffentlich. Und hier wie da werden wir auf der Bühne Gas geben und die Fans anhatzen, dass hier der Schnee schmilzt und in Mallorca doppelt so heiß ist, wie es normal ist. So schaut's aus, ganz genau. Ja, lieber Nick, dann wünsche ich dir einfach hier einen tollen Event beim Winter Open Air. Du bist ja auch schon mehrmals dabei gewesen. Hast du es schon mal gezählt, wie oft? X-mal, keine Ahnung wie oft, aber x-mal. Aber was ist für dich das Schöne hier? Was ist für dich das Schöne hier? Es gibt das Winter Open Air und es gibt auch das Sommer Open Air. Was ist halt mehr Reiz? Auch meine Heimat, da bin ich aufgewachsen, da bin ich zu Hause und da macht es doppelt so viel Spaß, auf die Bühne zu gehen und Kärntner anzutreiben. Sowieso. Also gut, dann alles Gute und wir spätestens bis im Mai. Genau. Ja, ist Bad Kleinkirchheim.
Ross Anthony, auch mit dabei in Bad Kleinkirchheim im Schnee. Ja. Hallihallo. Guck mal, ganz, ich sich gerade das Spiegel. Geil. Ja, ganz, ganz in grün heute gekleidet. Ganz in grün, Alter. Guck mal, mit Blumen. Und Blumen, auch. Und Blumen. Wunderbar, wunderbar. Sehr schön. Habe ich das Gefühl. Aber schön, oh, es wird grandios. Wir haben ein tolles Line-Up. Ich freue mich total drauf. Alle sind richtig motiviert, begeistert. Und es wird ganz, ganz toll. Wo ist er jetzt hin? Wer? Also, hat schon, also, ich bin hier, ich bin hier. Ich bin immer noch hier. Ich kann ja hier auch noch Regie machen, weißt du. Genau. Aber ist das nicht perfekt, ne? Vor einer Woche lag keinen Schnee und jetzt haben wir so viel, dass es geht nicht mehr und es ist perfekt. Es passt zu, wenn die Musik spielt, Winter, ne? Genau, und du hast ja dein ganz neues Album, deinen neuen Titel wieder mit dabei, denke ich mal, ne? Genau, ich performe nicht nur die neue Titel, Lass die Liebe, Liebe sein, aber auch die allererste Song, was ich im Fernsehen performt habe, das ist Eine neue Liebe. Die zwei Songs darf ich dann performen. Ich freue mich total drauf. Und natürlich Mallorca, das kommt ja bald, das rückt immer näher. Mallorca, Schlagersterne, da freuen wir uns alle drauf. Schlagersterne, genau, und da freue ich mich total drauf. Und das wird eine Hammernummer. Ich glaube, du musst einfach nur nochmal die Liste von den Künstlern, die dabei sind. Besser geht's nicht, oder? So ist es, genau. Dein Freund Giovanni Zarella, dein ehemaliges Bandmitglied von Brosis, ist mit dabei. Matthias Reim, Beatrice Egli, Howard Carmel und. Also ganz viele. Und dann bin ich auch da. Und du natürlich, ganz genau. Also, dann viel Spaß jetzt hier in Bad Kleinkirchheim im Schnee. Tschüss. Olaf, hier im verschneiten Kärntnerland angekommen. Wie geht es dir? Perfekt, sehr schön. Das Wetter passt super, nicht zu kalt. Also ich finde es richtig gemütlich, da der Wind fehlt zum Glück. Aber uns geht es wirklich gut. Wir haben gestern schon ein schönes Schnitzel essen. Heute schön gefrühstückt und dann geht es zur Pressekonferenz und zur Probe. Also ich freue mich riesig drauf. Zur Probe, genau. In Dresden, wer es weiß, da bist du ja zu Hause. Wie läuft es da? Ja, ich bin natürlich überall unterwegs. Also natürlich mein Herz nach wie vor immer Dresden ist für mich ganz, ganz wichtig. Aber teilweise in Berlin, auf Mallorca, also rundum immer unterwegs. Aber wir genießen die Zeit und jetzt, wenn man so hier diese Landschaft sieht, ist es einfach immer fantastisch, herrlich. Alles klar. Und gesundheitlich, da hat man auch ein bisschen was gehört. Ist alles wieder fit bei dir? Ja, du bist nicht auf dem neuesten Stand. Das ist schon lange her. Die Kinderkrankheiten sind vorbei. Also mir wunderbar. Also dann kann das Jahr 2023 für dich wieder richtig voll losgehen. Ja, so machen wir das. Okay. Alles Gute, bleib gesund, bis bald. Tschüss. Friedel, servus, einen schönen guten Morgen in dem Fall. 40 Jahre, wir haben es ja neulich schon im Interview gehabt, 40 Jahre. Aber nach dem Open Air, wir können es gerne nochmal sagen, gibt es nochmal im Mitteldeutschen Rundfunk, glaube ich, auch zu sehen, euer ganz großes Special. Genau, 22:30 Uhr, direkt noch, wenn die Musik spielt. Im MDR-Fernsehen. Genau. Also ein Danke. Muss für alle Noki-Fans, da genau. Erfährt man nochmal alles, oder? Eine schöne Dokumentation von uns, eine Stunde und ich glaube, es wird sehr kurzweilig und wird ganz, ganz interessant werden. Ja. So. Also unbedingt einschalten und dann euch morgen viel, viel Spaß beim großen Open Air. Jawohl, alles klar. Gut. Danke, bis bald. Ciao. Guck mal, wenn ich dabei habe. Der Frank. Servus, grüße dich. Wie geht's dir? Danke, gut. Süß, ich bin auch in Bad Kleinkirchheim. Ja, das ist die Mogelpocken. Warum bist du nicht in live hier? Ja, deswegen, ich habe meine Leute vor Ort. Ich brauche gar nicht mehr, weißt du? Dann hätten wir zwei einen Glühwein trinken können. So wird das nichts. Nee, so wird's leider nichts. Schade. Aber das holen wir trotzdem irgendwann noch nach. Ja, das nächste Mal trinken wir aber einen, gell? Nächstes Mal bist du dabei. Unbedingt. Wo sehen wir uns nächstes Mal? Wo bist du jetzt so in nächster Zeit unterwegs? Was bringt das Jahr 2023 für dich? Auf jeden Fall einige Termine. Die Homepage wird aktualisiert. Da kommt gerade einiges rein. Es geht wieder los. Natürlich dann im Sommer die typischen TV-Shows, hoffe ich mal. Da sehen wir uns dann bestimmt wieder. Und dann treffen wir uns in dieser tollen Alm, wo man lecker Schnitzel essen kann. Wo wir beide über Gott und die Welt quatschen können. So machen wir das Ganze dann. Genau. Da kann ich jetzt nur sagen, viel, viel Spaß im Schnee. Wie bist denn du gekleidet? Richtig fesch angezogen, warm oder doch mit Lederhose? Ja, jetzt pass mal auf. Dein Kameramann wird dir mal filmen. Ich habe heute die Lederhosen natürlich an, so wie man das von mir kennt. Ich werde mir heute quasi den Arsch abfrieren.
aber bei hübschen Ladies wird einem immer heiß, von daher. Die Natalie, hallihallo. Hallo. Servus. Grüßt euch. Wie geht's euch sonst? Gib mal die Natalie weiter. Dir herzlichen Dank erstmal. Hallo, rüber her. Jetzt musst du mich fragen. Hi, grüß dich. Hallo, Natalie. Wunderbar. Ja, ich weiß. Schön, dich auch hier zu sehen. Mit dem Gelb stichst du ja richtig raus hier im Schnee. Dankeschön. Dafür ja. keine Waden zum Sehen. Also, alles bedeckt. Okay, aber auch hier die kurze Lederhose irgendwie drunter, das ist doch schon recht frisch dann, natürlich, oder? Natürlich. Geht's dir gut? Mir geht's gut. Schön. Genau. Ganz und du natürlich morgen beim im Programm auch mit dabei. Was gibt's bei dir Neues? Was hast du im Gepäck? Ah, Neues. Neues Jahr, neue Auftritte, neue Songs. Sind überall gerade dran am Arbeiten und ich freue mich jetzt einfach auf das Jahr 2023. Wie wir alle. Genau, dass wir endlich wieder loslegen können, genau. Genau, und da passt die Muse zum Start perfekt. Okay, dann, wie gesagt, alles Gute und Dankeschön. Wir sehen uns hoffentlich bald mal wieder live. Ganz viele Grüße, tschüss. Ciao, Andreas. Oh. Servus, grüßt euch. Ah, ja, das ist doch herrlich. So sehen wir uns wenigstens. Genau. Unser Markenzeichen, genau, das bleibt immer erhalten. Wie geht's euch? Haut euch hin. Passt alles. Was Fotos? Ja. Ja, gut, das muss sein. Auch diese Eindrücke dürfen wir gerne mal mitnehmen. So schaut's aus. Und hinter uns jetzt das Gelände, oder? Pressetermin, Fototermin mit den Moderatoren. Wunderbar. Stefanie Hertel und Marco Wendre, das neue Paar, bei Wendy Musi spielt. Hallo. Hallihallo. Und der Marco nebenan, genau. Ich kann leider live nicht vor Ort sein, deswegen hier meine Vertretung heute bei euch. Ja, das neue Paar bei Wendy Musi spielt. Stefanie, wie macht er sich denn jetzt so? Super, ganz perfekt, ganz toll. Braucht er noch Einweisung? Weil ich meine, du bist ja schon länger mit dabei. Du bist ja schon länger bei Wendy Musi spielt mit dabei. Wie macht's der Marco jetzt so mit dir zusammen? Kommt's gut rüber alles? Der Marco ist ein Profi, wie er im Buche steht. Er ist ein toller Moderator, ein lieber Kerl und es passt perfekt. Ja, aber deiner Seite ist es auch wirklich nicht schwer. Genau, seid ihr dann jetzt auch aufs Wetter entsprechend gut eingestimmt? Natürlich, wir wissen ja, es ist Winter, es ist kalt und da muss man sich schon warm einpacken. So schaut's aus. Und das nächste Open Air, das gibt es dann im Sommer. Im genau. Juli, gell? Juli, August? Juno sogar schon. Also, dann euch eine ganz tolle Sendung. Wir schalten danke. Alle ein. MDR und ORF. Jawohl. Ciao. Ciao. Tschüss. Danke. Herzlichen Dank an die Künstler, die jetzt hier alle bei uns im Promi-Geflüster vorbeigeschaut haben. Alle kriegt man gar nicht unter, denn sonst wird man wahrscheinlich morgen um 20.15 Uhr noch da sitzen. Denn da beginnt nämlich die Sendung. Morgen Abend 20.15 Uhr live im ORF und im MDR, wenn die Musi spielt, das Winter Open Air. Und wie gesagt, die Künstler, die ihr jetzt gesehen habt, die sind dabei. Und noch viele, viele mehr. Unter anderem die Mountain Crew und Sascha Arsenik. Also wieder eine bunte Mischung aus Volksmusik und Schlager. Schaltet ein, das neue Moderatorenpaar Stefanie Hertel und Marco Wendre, die freuen sich, wenn ihr dabei seid. Und ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Heute Abend dann auch noch unser neues Interview mit Lou Höfner. Also seid dabei bei Promi-Geflüster. Hier gibt's immer die neuesten Infos. Macht's gut und bis bald.